Applaus für meinen Gast, Barbara. Hallo Olli. Barbara, du riechst wie Kohlroulade. Das stimmt. Riechst du gerne so furchtbar? Willst du mal? Nein, so krank ich nicht. Mein nächster Gast ist Paul. Hallo Paul. Die Alte stinkt aber. Paul, du hasst Kohlrouladen-Leute. Das kann man sagen. Warum denn? Was macht die Barbara falsch? Sag mal. Na, erstmal, sie stinkt. Stimmt nicht. Stimmt doch wohl, Sau. Nicht in dem Ton, Schlampe. Hey, Olli. Entschuldige, war nicht so gemeint. Und jetzt? Jetzt kommt der Lars Dietrich. Kohlrouladen riechen geil. Lars Dietrich ist Kohlrouladen-Experte. Gut, ne? Das bin ich. Du hast jahrelang Kohlrouladen erforscht. Ja, das stimmt. Was ist dabei denn herausgekommen? Kohlrouladen machen potent. Lars Dietrich. Oh. Lars Dietrich. Doppelname, gut. Lars Dietrich. Stört dich Barbaras Kohlrouladengestank nicht? Überhaupt nicht, denn... Was denn? Ich mag Rouladen. Wie schön. Was muss Barbara besser machen? Perverses Pack da drüben. Also sie muss aufhören. Womit soll sie denn aufhören? Mit der Scheißstinkerei. Wäre das nicht ein Kompromiss? Nie nicht. Kohlrouladenbanause, sie. Du hältst die Fresse. Du auch. Barbara, vielleicht wöchentlich mal waschen? Warum nicht? Das klingt doch sehr versöhnlich. Ja, wenn man's... Ach. Danke. Lass den doch. Danke. Thema morgen, Titten. Tschüss. Erstaunlich gut. Aber so komplexe Vorgänge eben in zwei Worte zu packen, das ist einfach... Ja, allein Kohlrouladen sind ja eigentlich schon zwei Worte. Ne? Ihr dürft jetzt die kleinen Schilder wieder abnehmen. Die könnten für den Rest der Sendung... Da geht's schon mal los.